Moin, meine herzallerliebsten Freunde, die sowas hier machen und danach einfach nur eine Katastrophe ausrufen. Richtig! Ich meine nämlich genau die hellsten Kerzen auf einer Geburtstagstorte, die der Meinung sind, wenn sie einen eingewachsenen Zehennagel haben oder sowas, mal zu googeln, was das so alles für Symptome gibt und für Spätfolgen und was nicht alles. Und dann durch Dr. Google herausfinden, dass ja eigentlich fast der ganze Fuß wegfault. Oh mein Gott! Oh nein! Was ist das denn? Da wollen wir schnell einen Rettungsdienst rufen. Am besten nachts um 3. Oder Sonntagmorgen um 3. Das könnt ihr halten wie Dachdecker, nur nicht ganz so hoch. Ja, genau, an die richtet sich diese Ansage. Und die dann den Rettungsdienst anpöbeln. Wieso kommt ihr eigentlich so spät? Und ich bin Notfall. Ne, wie kann das sein, dass das einfach hier ohne Blaulicht und so ein Blödsinn seid ihr hergekommen? Seid ihr nicht ganz dicht oder was? Ja, ganz genau. An diese Leute richtet sich mal diese Ansage hier. Tief so ein Blutdruck, ey. Ich wollte euch einfach nur mal fragen, habt ihr alle eine Marmel oder was? Ihr seid doch wohl nicht ganz dicht oder wie? Dr. Google befragen da, tippen könnt ihr ja noch oder was? Finger sind ja auch noch in Ordnung oder wie? Und dann kann man nicht irgendwie mal zum Hausarzt gehen und sagen, guck mal da, mein Zehennagel, der macht da irgendwie so ein bisschen Probleme. Da gibt's nämlich eine Emmert-Plastik, da wird das Ding gezogen und dann ist gut. Ja, und da habe ich 3 Tage Verband um. Und nach 8 Tagen oder was werden die Fäden gezogen und ich hab sowas nie wieder, weil nämlich einfach das Nagelbett gekürzt wird, beziehungsweise das schöne Gelee, woraus die Nägel bestehen oder entstehen, einfach nur rausgeholt wird. Und schon habt ihr eure Ruhe. Und dafür müsst ihr den Rettungsdienst rufen oder was? Meine Fresse nochmal, doch. Das ist genauso wie den Leuten, die haben Bauchschmerzen, ne? Und dann kommen sie auf die Idee, sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs und so eine Scheiße. Sag mal, seid ihr nicht ganz dicht, oder was? Also, ich habe ja nun schon von einigen Rettern gehört, die mir da gesagt haben, auch Sibi, weißt du, mittlerweile rege ich mich über so eine Scheiße gar nicht mehr auf hier, über Patienten von Dr. Google, weil wenn die dann sagen, ja, das könnte ja auch irgendwie sein, dass dann da irgendwie eine Sepsis entsteht, und dann muss man da ja noch amputieren, die dann einfach ganz ehrlich sagen, so mit Händen in der Tasche, gucken sie die Patienten an, oder halt Krebs, ne? Ja, was meint ihr, wie die dann gucken? Dann sind die gleich wieder maulig und dann stehen sie für den Scheiß. Ich hab doch keinen Krebs. Ja, was rufst du denn da mitten in der Nacht wegen so einer Kacke an, Mann? Echt? Da kriegst du so einen Blutdruck da. Wenn ich was sehe und höre und lese und all so ein Kram da. Die ganze Zeitung sind voll mit so einem Scheiß. Und irgendwo, wo ein Rettungsmittel gebraucht wird, wo Oma Erna da am Sterben liegt oder sowas, da sind die ganzen Rettungsmittel dann geblockt, weil ihr Idioten Dr. Google befragt habt, und danach 112 anruft, erst den Disponenten auf den Sack geht mit so einer Scheiße und der gar keine andere Wahl hat, als euch ein Auto hinzuschicken. Weil wenn nämlich dann doch was Ernstes ist und der schickt euch keinen, dann ist er nämlich fällig. So sieht das nämlich aus. So, und schon muss mitten in der Nacht ein Einsatzmittelzeug ausrücken. Abgesehen von den ganzen Kosten, Mann. Ihr seid doch echt behämmert, Mann. Ihr habt wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank, Mann. Mann, Mann, du. Hört auf, Dr. Google zu befragen. Geht zu eurem verdammten Hausarzt. Oder was weiß ich, zu eurem Zehennagelarzt. Oder zum Kopfarzt. Ist vielleicht auch mal nicht so schlecht. Aber ruft nicht wegen jedem Dreck da den Rettungsdienst, Mann. Mann, Mann, du. Hey, doch keine Saukopf mehr hast du.